Level 1. Level 1. Weiter geht's mit Poatu. Spring. Jü. 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 Und ich stehe. Spring. Wir müssen jetzt ja noch Poatu und Kobaka machen. Dann sind wir durch. Ich nutze dieses kleine Mini-Let's Play, oder Mini-Let's Play, Blödsinn. Dieses kleine Let's Play einfach dazu, um mich auch ein bisschen mit Bionicle zu äußern. Um mich über Bionicle mich zu äußern. Alter! Kann ich jetzt mal Deutsch reden? Das kann's ja wohl nicht sein, ey. Weil der SDK unter dazu kam, dass er schon schön noch bei Mask of Creation gemacht. Dann mache ich das hier. Ja. Mein ultimativer Hauptbösewicht war für mich irgendwie Teridot. Das war für mich der ultimative Schurke. Ich fand's cool, wie der diesen Plan entwickelt hat. Und na klar, ich habe ja gesagt, beim letzten Mal er ist ein Arsch. Bei Onua oder so habe ich das gesagt. Was er ja auch wirklich war. Er war ein Arsch, was er gemacht hat. Aber ich fand ihn gleichzeitig aber auch so cool. Er war einfach so der ultimative Bösewicht. Und so hat man ihn geliebt einfach. Und darum kann ich auch die Leute verstehen, die es nicht mochten, dass dann Makuta Teridas quasi durch 10.000 andere Makuta ersetzt wurde und er einfach nur einer von 10.000 war. Gut, er war natürlich der Chef von ihnen. Aber man fragt sich dann halt wirklich, warum sind die vorher schon nicht als Z rausgekommen, wenn es schon mehrere gibt. Naja. Aber die Z-Reihen haben halt immer woanders gespielt, wenn die anderen Makutas eine Rolle gespielt haben. Das war halt das Problem. Darum hat man halt über die wahrscheinlich nicht lange geredet. Bei Panokan hat man es dann halt erst getan. Die Pandoka fand ich ja wirklich sehr episch. Gerade weil es dann auch Fahrzeuge gab bei den Mystikern. Weil ich meine, Fahrzeuge für einen Bionicle. Ich meine, das ist doch episch. Zum Beispiel Poatu im Raumschiff. Roku T3. Manchmal bezeichnet man die ja auch gern als Poatu Mystica. Als diese Form, wo er da im Fahrzeug sitzt. Das ist ja eigentlich auch nur die Form nimmt er ja auch nur an, wenn er im Fahrzeug drin sitzt. Danke, Fraps, für deinen Lag. Weil Poatu hat sich für eine Millisekunde, obwohl ich schon gedrückt habe, nicht bewegt. Und das war das Problem. Bei Poatu habe ich immer das Gefühl, der ist 2 Meter breit. Und deswegen sterbe ich dann die ganze Zeit. Bei Tahu hat das ja vorhin jetzt auch wieder so tipptopp funktioniert. Wir müssen mindestens 100 Punkte bekommen. Das sollte ich zumindest schaffen. Weil ich meine, 100 Punkte wäre für mich ideal. Wir müssen mit jedem Tor mal packen. Bei 100 Punkte ist auch die Höchstpunktezahl, die man erreichen muss, wenn man den Spiel-Highscore schaffen will. Am Anfang gibt es ja, glaube ich, eine Liste von 10 Punkte, 20, 30, 40, 50 und 100. Und 100 ist halt wirklich der ultimative. Wenn man 100 halt bekommen hat, dann hat man den Highscore des Spiels gebrochen. Und da kann man natürlich mit anderen Spielern natürlich auch Highscores vergleichen und sowas. Wie weit seid ihr eigentlich mal in diesem Spiel gekommen? Habt ihr es auch schon mal geschafft über 400 Punkte, wie vorhin bei mir mit Onua? Oder seid ihr auch schon mal weitergekommen? Das könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Würde mich auch interessieren. Ich wüsste auch gern, wie weit das Spiel eigentlich geht. Ob man dann bei 999 Massen dann der Counter dann aufhört oder sowas. Das würde mich ja nicht gerne interessieren, weil nach den Zahlen da unten zu beurteilen, hört er dann bei 999 auf. Oh Mann. Jetzt haben wir nur 250 Punkte. Boah, komm, das musst du schaffen. Wahrscheinlich spiele ich dieses Spiel schon zu lange. Darum lassen meine Skills jetzt ein bisschen nach, aber das macht nichts. Ah, komm, Boah, 100 bekommst du hin. Es ist übrigens egal, mit welchem Tor man spielt. Ihr habt es ja gesehen, ich kann, egal mit wem ich gespielt habe, meine Highscores eintragen. Der gilt nicht für den Tor. Ich habe es so weit geschafft.
entfernt von denen so weit, weil das egal ist, weil je nach, egal welchen Tor man spielt, es sind die gleichen Stages, nur mit anderen Texturen. Level 2. Oh, Level 2. Und wir haben jetzt ein Leben wieder bekommen. Gut, dann haben wir mit Poato noch mehr Chancen, 100 Punkte zu bekommen. Gut, mit Tahu war es ja auch so mies am Anfang und dann hat es geklappt. Sieht total, irgendwie sieht das total episch aus, dieser Dünensand da im Hintergrund. Jump, 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 jump. Nein! Wieso bin ich die ganze Zeit gesprungen? Für das war es natürlich jetzt sehr, sehr dumm. Boah, direkt diese böse Kanoe haut am Anfang. Und spring! Und spring! Und spring! Komm's! 24 Massen noch! Es gab ja auch damals dieses Baraki-Plattform-Game, das war ähnlich. Nur da ging es nicht drum, so Masken oder Highscores aufzustellen. Gut, ging gut, Highscores konnte man auch aufstellen. Aber das Spiel hatte ein Ende. Da hat man 3 Level gespielt. Und nein! Poato hat es leider nur bis 80 geschafft.